Hi, wir sind Anchors & Hearts und das sind unsere Top 3. Top 3 Alben. Metallica, Master of Puppets. Ed Sheeran, das blaue Album. Und Biffy Clyro, ich glaube Office Science heißt das. Northlane, 5G. Landmarks, ich glaube Lost in the Wave heißt das. Und Architects. Da geht alles. Ich fange mal chronologisch an. Ich glaube, am meisten Einfluss hatte Dookie von Green Day auf mich, dass ich überhaupt angefangen habe. Oh, ja. Dann hat mich Change is the Sound von Strike Anywhere auch durch ein Jahrzehnt getragen, glaube ich. Und was ich, wo ich immer noch Gänsehaut bekomme, ist Adam Angst. Oh, das ist Album Adam Angst. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Lieblingsfilme. Alles aus der Hannibal-Reihe, alles aus der Conjuring-Reihe und Departed. Ich glaube, ich komme auf 22 Lieblingsfilme. Ich liebe Marvel und so die erste Welle Marvel, ich glaube 22 Filme, die sind einfach alle durchgängig geil. Ich glaube, ich war beim letzten Mal, das letzte Mal im Kino, als Blair Witch Project lief. Kann ich gar keine Filme mehr. Der ist aber auch gut. Das ist gut, sehr gut. Ja. Auch alt. So wie du. Schlechte Angewohnheiten. Ich rege mich ganz schnell über Sachen auf, die es eigentlich nicht wert sind, sich darüber aufzuregen. Und überdenke dann, das ist die zweite schlechte Angewohnheit. Und ich gewöhne mir gerade eine leichte bis mittelmäßige Unpünktlichkeit an. Das finde ich auch nicht gut. Ich glaube, ich bin nicht immer ganz zuverlässig. Also ich verspreche meiner Frau öfters mal irgendwie was zu erledigen. Das schiebe ich dann einen Tag vor mir her, dann noch einen Tag. Irgendwann habe ich es ganz vergessen. Sonst bin ich perfekt. Ich bin ziemlich ungeduldig, muss ich sagen. Ich habe da irgendwie gelernt, mit umzugehen. und muss es dann immer in die Hand fressen, damit ich nicht irgendwelche Leute anpampe oder so. Bands, Artists, drei, die mir sehr gefallen. Ed Sheeran, Biffy Clyro auch und ich überlege nochmal, mach du weiter. Spontan fällt mir jetzt auch nur Architects an, ich liebe die. Da hab ich gedacht, ja, vom ersten Album bis zum letzten Album geht halt einfach alles und das wurde einfach auch immer noch besser. Also mich beeindrucken ja Bands, die man persönlich schon ganz lange kennt und die dann irgendwie ja, jetzt mal groß rausgekommen sind und immer dabei geblieben sind. Und deswegen fallen mir zum Beispiel ein Jupiter Jones, Itchy und Donuts. Itchy. Die würde ich, das sind alles deutsche Bands, die würde ich alle nennen, so bei so einer Frage. The water, my friend. Like that. Ich werde jetzt bewusst nichts Politisches sagen. Ich sage meine Eltern. Ich bleibe auch in meinem Umfeld. Also meine Frau, meine Kinder und meine Mama. Mallorca. Da gehe ich mit. Da hätte ich auch mal wieder Lust zu. Gar nicht mal, also zumindest aus meiner Sicht, gar nicht mal dieser Sauftourismus, sondern Mallorca hat halt echt schöne Ecken und ja, viele Freunde da und deswegen. Ich habe mich in die Brooklyn Bridge in New York verliebt. Also der Ort, der ist magisch, vor allem morgens um 5, wenn die Sonne aufgeht, so im Mai, der Hammer. Alles. Alles, was ich jetzt nicht in Ruhe machen kann. Alles. Ich wohne auf dem Dorf. Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass es alles ein bisschen ruhiger ist. Aber vielleicht, ja, ohne nachzudenken, mal auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, um nicht nachdenken zu müssen, muss man jetzt eine Maske mitnehmen, muss man dies, muss man das, muss ich überhaupt irgendwas machen. Einfach das, also die Hoffnung ist da, dass es einfach irgendwann mal wieder unbeschwerter ist. Ja, ich wohne in Hamburg und ich glaube, ich nehme da einfach mit, was Hamburg so bietet. Konzerte, Restaurants, Bars. Einmal das volle Programm.